Hi Leute, heute unser zweiter Teil zum Thema Informatik versus Virus und wir machen gleich mal da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe, bei der Repository. Da kann man natürlich jetzt sehen, wo ist das. Das ist praktisch auf der GitHub-Seite von Silizium, also von mir. Und da ist Lua Epidemiologie. Das kann man tatsächlich auch umbenennen. Die Sachen, das habe ich auch irgendwie rausgefunden in der Zwischenzeit. Das habe ich gemacht, habe das irgendwie vernünftig benannt und bin dann auf hier auf die Seite gegangen. Und das Einzige, was man dann machen muss, ist git add Punkt, das heißt die aktuelle Directory dazu packen. Und dann sagt man danach git commit und da habe ich dann Fibonacci versus Exponential genommen. Und so ist das gemacht. So, das heißt, in dem Augenblick, wo man das macht, wird das dann hochgeladen und so ist dann praktisch diese Fibonacci-Folge, die ich irgendwie am Anfang hatte, wo ich die Fibonacci-Folge mit der Exponentialfolge über den goldenen Schnitt verglichen habe. Das ist praktisch unser erster Ansatz. Das ist natürlich für eine Modellierung noch nicht genug. Wir wollen ja ein bisschen in die Modellierung von viralen Ausbreitungen reingehen. Also machen wir das mal. Gucken wir mal, was wir da tun können. Also das Erste, was wir brauchen, ist, wir haben jetzt ja hier oben wie unsere kleine Directory und hoffentlich könnt ihr das sehen. Ja, die Größe ist groß genug. Ne? Sonst mache ich die noch ein bisschen größer. So. Jo, kann man eigentlich. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu groß jetzt. Ich mache es ein bisschen kleiner. Okay. So, das heißt, wir können jetzt dort reingucken und wir machen jetzt mal Folgendes. Und zwar in Lua können wir ja irgendwie mit Require ein Modul sozusagen reinbinden und wir wollen ja nicht, wir wollen ja verschiedene Programme schreiben, die dann auf eine gemeinsame Bibliothek zurückgreifen, wo wir dann verschiedene Modelle haben, Formeln drin haben und so weiter. Und dafür machen wir jetzt mal eine neue, wir legen praktisch ein Modul an. Und das nennen wir Epidemiologie. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Epidemiologie. Genau, das ist mal, habe ich das falsch geschrieben? Müsste richtig sein. So. Das wird dann irgendwie einfach nur als Modul geladen. Und das machen wir so, dass wir irgendwie erstmal eine Variable anlegen. Im Prinzip. Ah, mein Kätzchen ist gerade irgendwie am Rumlaufen hier. So. Und am Schluss geben wir diese Variable zurück. Was auch immer wir jetzt da reinschreiben, das ist praktisch eine Art Local Namespace, wenn man so will. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall nicht in Konflikt mit irgendetwas, was außerhalb vorliegt. Und wir geben praktisch diese Sache zurück am Schluss. Und hier können wir jetzt praktisch unsere Module reinpacken. Also da waren dann zum Beispiel, hatten wir, also die nicht Module, sondern, ja, sind die Modelle, genau. So, und das sagen wir jetzt mal hier, Modell, und dann haben wir, dann machen wir noch eine Tabelle auf. Und das erste Modell nennen wir Fibonacci. So, das war unser erstes Modell. So, und damit das irgendwie richtig ist, kommen wir hier eine Function hin. Wir packen hier eine Function rein. Die hat dann irgendwie praktisch, wie lange die laufen soll, also wie viele Steps es geben soll. Und da drin... Es ist noch nicht alles, was ich will da noch ein bisschen mehr machen, aber irgendwie das ist im Prinzip das, was ich irgendwie auf jeden Fall schon mal habe. Und, ja, Kätzchen, so. Und komme ich hier nicht hin? Doch, da komme ich hin. So, und hier fängt das irgendwie meine Funktion an. Die Steps und ich will praktisch auch noch den Faktor haben dazu. Und zwar der Faktor. Der Faktor ist ja normalerweise dieser goldene Schnitt. Ne? So, deswegen legen wir jetzt erstmal an den goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt ist eine lokale Variable innerhalb dieser Funktion. G-Schnitt nenne ich den erstmal. Und das, hatten wir gesagt, ist 1 plus
Die Wurzel aus 5 durch 2 oder auch mal 0,5. Durchteilen ist immer irgendwie, dauert immer länger, deswegen ist das sozusagen der richtige Weg. So, wenn Step jetzt nicht gesetzt ist, dann soll wenn Step nicht gesetzt ist, dann soll Step 10 sein, das heißt, dann mache ich 10 Schritte, also ich sorge jetzt dafür, dass wenn diese Fibonacci-Funktion aufgerufen wird, irgendwie der Default-Wert 10 ist und der Faktor ist Faktor, also wir nehmen den Faktor, der dort steht, oder G-Schnitt. G-Schnitt, genau, das ist sozusagen der normale Faktor, den wir haben wollen für unsere Fibonacci-Funktion. So, das war es eigentlich auch schon für die Vorbereitung. Jetzt geben wir eine Funktion zurück. Und zwar Coroutine Wrap. Das ist jetzt irgendwie etwas, was irgendwie ganz interessant ist. Das ist nämlich, ich will das End. Genau, da ist diese Ende. Und hier machen wir auch gleich die. Haben wir gar nicht, ne? Das ist diese Funktion und hier brauchen wir aber noch ein End, genau. Dieses ist da oben, das hier ist das hier und das hier ist so. Return End End, das müsste es sein, genau. So, das heißt, wir haben hier eine Funktion drin, die wir irgendwie sozusagen Stückchen für Stückchen aufrufen werden. Das zeige ich gleich. Das ist sozusagen eine sogenannte Coroutine. Die, das ist, wenn wir eine Routine haben, wie so eine Fibonacci-Funktion, die einfach durchläuft, dann können wir die jedes Mal abfragen, gib mir den nächsten Wert, den nächsten Wert, den nächsten Wert. Das ist ganz praktisch, wenn man Simulation schreibt, dass wir eine Routine haben, die schrittweise ausgeführt wird. Und diese schrittweise, ich mache mal hier meine Kamera ein bisschen anders hin, das ist ja, ich bin ja nicht mittig. Ja. Kätzchen hat das alles verschoben hier, glaube ich. Ah. So sitze ich. Ah. So dahin. Also. Ah, so. Ja. Nee, wird immer schlimmer. So, machen wir es mal so. Naja, passt schon. So, wo war ich hier im Stehen geblieben? Die Coroutine wird praktisch, ich zeige das gleich. Ich schreibe das erstmal fertig, was ich eigentlich will. Also wir machen hier unsere kleine Fibonacci-Routine drin. Sagen, wir haben hier unsere Variablen a, b. Und die fangen wir bei 0, 1 an, wie wir es irgendwie vorhin auch schon hatten. Dann lassen wir unsere Schleife laufen, vor i gleich 1 bis, und dann haben wir Steps. Das ist praktisch die, wie viele Schritte ich haben will. Und do end. So, da ist dann die Schleife. Und in dieser Schleife können wir dann sagen, Coroutine yield. Und da können wir dann sagen, b geben wir raus. Und die Berechnung a, b war ja vorher ist gleich b, a plus b, richtig? Okay, das müssen wir natürlich jetzt nicht anders, das müssen wir ein bisschen anders machen, weil irgendwie der erste wird mit dem Faktor multipliziert und da habe ich jetzt noch was vergessen, nämlich der Faktor ist Faktor geschnitt. Faktor ist. Ah ja. Faktor ist gleich Faktor durchgeschnitt. So, genau, den habe ich vergessen, ist klar. Was heißt, wir haben irgendwie normalerweise, wenn wir da keinen Faktor eingeben, dann ist das hier 1. Das heißt, dann kriegen wir die. Dann ist das ist dieser Faktor 1 und dann also wenn hier der Geschnitt, also praktisch mal kein Faktor da ist, ist der Faktor implizit Geschnitt und dann kriegen wir irgendwie praktisch den Wert, wo sich die Fibonacci-Funktion nachher annähert, also praktisch diese Exponentialfunktion ernähert sich ja dann irgendwie diesem goldenen Schnitt, diesem Faktor 1,62 etwa, irgendwie passt er sich an.
Und das machen wir hier auch. Das heißt, wir haben den B mal Faktor und A plus B muss ebenfalls mal Faktor genommen werden. Und damit kriegen wir dann unsere Funktion raus. So, und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert, indem wir dieses Modul einfach mal aufrufen und gucken, ob das jetzt irgendwie richtig geschrieben ist. Oh, ich habe das jetzt hier weiter vorbereitet. Ich hoffe einfach mal, dass ich das richtig gemacht habe. So, das ist jetzt unsere erste Funktion in dieser Model-Funktion. Und das heißt, wir rufen das dann gleich auf. Gucken wir mal. So, dann machen wir jetzt mal eine, das haben wir die Epidemiologie. Jetzt machen wir eine neue Routine, die nennt sich TestEpi. Lua. Das ist jetzt ein richtiges Programm, das ich ausführen will, deswegen schreibe ich irgendwie wie üblich hin. User bin env Lua just in time, weil wir mit Lua just in time arbeiten. Jetzt machen wir require Epidemiologie. Das ist unser Paket, das wir haben wollen, und dem müssen wir eine Variable zuweisen. Ich nenne das einfach mal Epi. So, jetzt kriege ich praktisch dieses und jetzt kann ich zum Beispiel sowas machen wie for i gleich 1, nee, for i in Epi model Fibonacci. Und jetzt sagen wir erstmal 10. Do print i. So, und das gucken wir einfach mal an, ob das funktioniert. Das heißt, jetzt müsste er ja eigentlich bis 10 die Fibonacci-Zahlen aufschreiben. Und mal gucken. Ch mod plus x auf Test, damit das auch ausgeführt wird. So, und da haben wir sie. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Modell, wenn wir das irgendwo praktisch, wenn wir einfach mal Lua just in time als so aufrufen und wir sagen epi ist gleich require Epidemiologie. So, dann könnten wir sagen, zum Beispiel irgendwie eine Funktion haben wir und die soll epi Modell Fibonacci von 5 sein. Dann würde ich sagen, wenn ich jetzt f das erste Mal aufrufe, ist es 1, 1, 2, 3, 5. Ups, das war's. So, und damit wäre dann die Funktion fertig. Und jetzt würde er einen Fehler machen, wenn man es nochmal aufruft. Okay, also funktioniert, so habe ich mir das gedacht. Das heißt, man kann die stückchenweise aufrufen. Das ist das, was eine Coroutine macht. Ansonsten empfehle ich stark mal die Lua-Anleitung anzugucken, und das habe ich irgendwie auch alles schon früher gelinkt. Das werde ich auch nochmal unterpacken in die Beschreibung, wie man das macht. Und das ist unser erstes Modell, das wir hier haben. Und jetzt können wir auch zum Beispiel sagen, okay, wir haben, also wenn wir das hier nichts eingeben, dann haben wir dann haben wir diesen Faktor, an den er sich, das hatten wir ja rausgekriegt, dass wir immer, wenn wir diese Zahlen bekommen, dass wir local last gleich 1. So. Und jetzt sagen wir mal, wir printen hier immer die aktuelle durch die letzte, das Verhältnis, und last gleich i. So. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, wenn wir das Ding laufen lassen. Nochmal, dann kriegen wir nämlich Fehler. Okay, weil print. Ah. Logisch. So, dann kriegen wir hier also praktisch einen Faktor, an den sich das so langsam nähert, ist dann dieser Faktor 1,62. Der goldene Schnitt, den hatten wir hier, ne? Das ist der goldene Schnitt, das könnt ihr euch nochmal durchlesen, wie das irgendwie mit den Fibonacci-Zahlen zusammenhängt. Ich hänge das nachher auch nochmal drunter. Aber machen wir erstmal weiter, damit wir nicht so viel Zeit vergeuden. Denn wenn wir jetzt hier reingehen und einen anderen Faktor eingeben, sagen wir mal, wir haben normalerweise irgendwie so einen Faktor 1,26 bis 1,36. Bei der täglichen Vermehrung von dem Qubit, also von dem
Virus. So, wenn keine großartigen Maßnahmen oder nur normale Maßnahmen getroffen werden, dann haben wir das. Und wenn das irgendwie, wie zum Beispiel bei Diamond Princess, da hatten wir einen Faktor von 2 täglich oder so, dann hat sich das an Faktor 2 genähert. Das ist sozusagen der Wert, an den sich diese Folge nähert. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das jetzt verhält, wenn wir hier 2 eingeben. Und dann sehen wir, der wird 1,2, also der nähert sich tatsächlich diesem 1,26, was ich gesagt habe, nähert er sich an, je länger das läuft. Und wir haben eine ganz andere Ausbreitung. Vorher hatten wir, also praktisch nach diesen 10 Schritten, 55 Fälle. Jetzt haben wir nur noch 5 Fälle. So, und das ist sozusagen das Modell, wie man das machen kann mit einer Simulation. Das Gegenmodell, das hatte ich ja auch irgendwie gesagt, das Gegenmodell von dieser Fibonacci-Folge. Und dann machen wir im Prinzip genau dasselbe jetzt hier. Wir hauen hier ein Komma rein und sagen, wir haben ein anderes, das ist Exponential. Exponentialmodell. Na? Exp nenne ich einfach mal. Das Exponentialmodell, das ist eben praktisch genau so eine Function, die dann über einen Faktor läuft, sagen wir mal. Und also da brauchen wir ja keinen Step vorgeben, sondern lassen wir einfach nur einen Faktor laufen. Diesen Step kann man natürlich dann irgendwie auch auf unendlich setzen oder sowas. Ich habe das jetzt so gemacht, das könnte man diskutieren, ob das jetzt so richtig ist. Ich hebe mir das auf, diese ganzen Sachen nochmal zu ändern. Das Schöne ist, jedes Mal, wenn ich eine Änderung mache, lade ich ja sozusagen dieses, lade ich das, deswegen habe ich das über GitHub gemacht, wird das gespeichert, die neue Version gespeichert. Ihr könnt in den Versionen zurückgehen, so lange bis ihr zurück seid, da wo ich jetzt das aufzeichne, weil ich diese Sachen überschreibe, erweitere, und die bleiben ja nicht immer so, wie sie jetzt gerade sind, sondern wenn ihr es zum Beispiel erst in einer Woche oder 2 Wochen seht und ich da schon mit der Serie sehr viel weiter bin, dann stimmt das ja alles nicht mehr, dann steht was ganz anderes drin. Aber wenn ihr es runterladet, könnt ihr immer sagen, ich möchte bitte diese oder jene Version haben davon. So. Deswegen habe ich das so gemacht und so können wir dann damit arbeiten. Wie das läuft, das ist dann über GitHub, das ist eine weitere Sache. So, und hier geben wir einfach nur zurück, return. Ja, wir haben hier eine lokale Variable, step. Oder 1? Fängt er mit 1 an? 1, na 0 fängt er an. Okay, so, das heißt, hier returnen wir und ja. Step ist gleich Step. Ist gleich 0. Okay. Und jetzt muss ja jedes Mal. Achso, ja, hier, genau. Jetzt kommen die Return. Coroutine. Wrap. Das ist immer so, wenn man irgendwie einfach so vor sich hinschreibt und noch nicht nachgedacht hat. Function. Und das machen wir genauso wie oben. Das enden wir. Und dazwischen kommt praktisch unsere Funktion rein. Die Step-Routine, also die Step-Variable ist hier gesetzt, mit der wir anfangen. Und die könnten wir natürlich auch hier oben vorgeben. Und wenn das nicht, wenn das, wir übernehmen die oder setzen sie auf 0 beim Start. Und dann können wir jetzt die eigentliche Routine schreiben. Und das bedeutet for repeat. Until false, das heißt irgendwie arbeite, schreibe einfach auf ewig sozusagen, und da geben wir jetzt irgendwie, dann geben wir hier ein Coroutine, Routine hier, das ist sozusagen unser Return-Wert, den wir hier machen, und der ist dann immer math, nee, das ist dann Faktor hoch geben wir zurück.
Und dann kommen wir es. So, und dann sagen wir Step gleich Step plus 1, sodass wir irgendwie immer schön einen weiter hochsteigen können, sozusagen. So, und das ist eigentlich schon alles. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das. Kann man natürlich jetzt auch anders machen. Man kann natürlich auch sagen, es wird jedes Mal. Wir brauchen eigentlich gar keinen Step, sondern wir brauchen eigentlich nur diesen Faktor. Und Faktor. Ja, genau. So machen wir das. Wir geben den Faktor zurück. Und Faktor ist gleich. Faktor ist gleich. Faktor. Nee, dann wird das quadriert. Faktor, das würde nicht gehen. Da brauchen wir doch irgendwie einen Wert. Start. Local. Local Start gleich 0. Und Start 1 immer. Start. So. Das ist. Start ist gleich. Start mal Faktor. Das habe ich gemacht, damit ich mir irgendwie die das Hoch, also praktisch die Exponentierung spare, weil die relativ viel Zeit kostet. Und so ist das ja eigentlich jedes Mal, wenn wir einen Schritt machen, wird der alte Wert, der Startwert sozusagen, mit dem Faktor multipliziert, um den neuen Wert zu bekommen. Und der Startwert wird hier vorne gesetzt. Startwert. Und wenn der Startwert nicht da ist, dann ist es das. Und Local Faktor ist gleich Faktor 1. Das heißt, Faktor wird irgendwie auch als Default 1 angesetzt. Und das sind eben diese Default-Werte hier, ne? Also die voreingestellten Werte, wenn die Parameter nicht aufgerufen werden, dass das dann irgendwie 1 ist, der Kram. So, das ist jetzt sozusagen die, das ist sozusagen das Exponentialmodell, das wir dagegen gestellt haben. Und jetzt vergleichen wir die beiden nochmal. Und der Startwert ist sozusagen der Startwert mit der Infektion, mit dem wir anfangen. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein in unseren Test-EPI. Und wir sagen, wir können ja praktisch diesen Kram hier, den können wir ein bisschen anders schreiben. Das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar Modell 1, Modell F, Modell 4 ist EPI, Modell Fibonacci 10,1,26 zum Beispiel und Local Exp ist gleich EPI. Model.exp Startwert und wir sagen auch 1,26 als Faktor, also als Dings hier. Und dann lassen wir das Ding jetzt hier 10 mal durchlaufen. I gleich 10, 1,10. Und dann brauchen wir hier eigentlich gar nichts, sondern was wir hier machen ist, wir kriegen immer den Wert 1 und den Wert 2. Local Wert 1, also Modell 1, Modell 2 und das haben wir jetzt, der Modell 1 ist Fibonacci und Modell 2 ist Exp. So, das war eigentlich, das sind eigentlich unsere beiden, da kriegen wir unsere Werte und jetzt können wir diese beiden Werte gegeneinander vergleichen. Wir können jetzt if setzen, wir können M1 versetzen und wir können M2 setzen. Und dann brauchen wir gar nichts mehr machen, dann machen wir das einfach so laufen und dann müssen wir jetzt mal sehen, dass es funktioniert. Hoffentlich habe ich keine Fehler gemacht, habe natürlich Fehler gemacht. Loading and expect, achso, ich habe da noch in dem anderen noch einen Fehler drin gehabt, weil ich natürlich das End hier nicht gesetzt habe, das ist richtig. So. Okay. So,
Jetzt wollen wir sehen. Da haben wir sie. So, und hier sind natürlich wieder dieses Problem mit den verschiedenen Zahlen, die wir hier haben. Das ist irgendwie teilweise ein bisschen doof. Wir wollen das ein bisschen... Ne, das war die falsche Routine. Diese Routine wollen wir... Nein. Da. Diese Routine wollen wir haben. Wir wollen hier wieder irgendwie einen kleinen... kleine Funktion drin haben, dass wir ein printf machen können. Das ist irgendwie Function printf von Format, Format, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. I'll write, damit wir es formatieren können. Das machen wir. I'll write end. So, und im I'll write kommt ein String, Punkt, Format. FMT, Komma, Punkt, 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 rein und das war es eigentlich auch schon. Genau. So, und jetzt können wir hier nämlich ein printf setzen. Printf setzen, als Format setzen wir. Das erste ist eine Dezimalzahl mit drei Stellen. Das zweite ist eine Floating Point Zahl. Und die soll nur eine Nachstelle kriegen, eine Nachkommastelle kriegen und nicht größer werden als 5 Stellen insgesamt. Und das nächste genauso 5.1f und dann natürlich ein Carriage Return, ein Zeilenvorschub. Jetzt wollen wir mal gucken, jetzt können wir es ein bisschen besser sehen, was wir hier ablaufen haben. Jo. Das heißt, hier sehen wir jetzt, wie unsere Modelle gegeneinander stehen. Das heißt, das eine, haben wir ja gesagt, das linke Modell ist, welches war das linke, das sollte ich vielleicht oben drüber schreiben. Print, das erste ist, i, 1, 2, 3, 4, das war, das Modell ist Fibonacci, Fib, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann ist es exp. So, das sollte eigentlich funktionieren. Mal gucken. Naja, nicht ganz. Doch, stimmt. Stimmt, ungefähr. Doch, doch. Habe ich richtig gemacht. So, das heißt, wir haben hier diese, unsere Fibonacci-Folge, die jetzt läuft auf und die sich irgendwie diesem Faktor von 1,26 nähert und wir haben die Exponentialfolge, die sich 1,26 nähert. Jetzt wollen wir mal gucken, wenn sich diese ganze Geschichte nicht irgendwie um math.huge, das heißt, ich mache das jetzt mal hier endlos und lasse das Ding jetzt einfach mal nicht einen Monat laufen, sondern wie viele Tage haben wir? Wir haben jetzt seit 60 Tagen haben wir es am Laufen. Naja, seit 60, seit 90, ne? Wir haben jetzt schon den vierten. Das heißt, hier in Deutschland ist das... Boah, Sagen wir mal 60 Tage, dass wir erstmal laufen. Okay. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Dann sehen wir nämlich, wenn wir diese beiden Modelle vergleichen, wie die Zahlen sind, auf die das hinausläuft. Wir würden dann nach dem Modell 1 hätten wir dann 600.000 Fälle und nach dem Modell 2 hätten wir 800.000 Modelle. Dieses Exponentialmodell ist sozusagen etwas aggressiver an der Stelle als das Fibonacci. Also praktisch das Fibonacci-Modell nehme ich jetzt als ein sehr einfaches Simulationsmodell. Das machen wir gleich, das machen wir bei der nächsten Session besser, aber das ist jetzt erstmal schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und da könnt ihr dann sehen, wie man das also ungefähr aufbaut. Das ist, glaube ich, schon mal ganz überzeugend. Und hier können wir natürlich mal irgendwie das, dass das irgendwie richtig läuft. Hier vorne nochmal 1, 2 einbauen. So, und jetzt müsste das eigentlich auch alles mit der hinkommen. Fibonacci schon exponentiell. Genau, jetzt haben wir es irgendwie richtig. Ich habe die Zahlen dort nicht drin gehabt. So, und hier sieht man jetzt, dass man natürlich mein Platz, den ich vorgesehen hatte, der wird jetzt hier irgendwie nach einer gewissen Zeit, hier wird das jetzt geschlagen und deswegen fängt jetzt hier an, außer Kontrolle zu laufen. Also hier sind die Zahlen schon größer als diese 5 Stellen, die ich vorgesehen hatte, weil diese Zahl hier hat insgesamt 6 und deswegen geht er hier schon drüber hinaus. Und das sind also insgesamt hier bei unserem Durchlauf sind das also 4, 6, 7, 8. Das heißt, mit 8 müsste ich eigentlich arbeiten. Und dann wird da was draus. Das heißt, wir haben hier 8. Da haben wir 8.
Und dann müssen wir hier irgendwie noch 1, 2, 3 dazu nehmen und 1, 2, 3 dazu nehmen. Und dann wird das was. So, zack, jetzt haben wir das irgendwie schön aligned. So, wie wir das grafisch machen und sowas, das werde ich demnächst machen. Aber jetzt sehen wir schon mal irgendwie, also wie geht ein ganz, ganz einfaches Exponentialmodell. So, jetzt können wir auch irgendwie immer schön sehen, wenn wir zwei Zahlen nehmen, also zum Beispiel diese beiden hier, bei dem Exponentialmodell. Und ich gehe mal hier bei Lua Just in Time rein und sage es einfach mal, wir nehmen diese Zahl und teilen sie durch diese Zahl, dann sollten wir unseren Faktor bekommen, nämlich 1,26 und Keks, weil das jetzt gerundet wird. Und dasselbe funktioniert hier übrigens auch. Hier nähert sich ja die Fibonacci-Folge genauso diesem Faktor an, den wir haben wollten. Und da sind wir auch bei 1,26. Also diese beiden Modelle streben jetzt zu demselben Zielwert, aber ihr seht schon, dass irgendwie eine kleine Änderung am Modell kann bereits ziemlich große Änderungen irgendwie haben am Schluss. Denn wenn wir das hier mal irgendwie unsere Abweichung sozusagen ansehen, dann stellen wir fest, das sind wie viel Prozent Abweichungen? Jo, das ist ganz gut. Das ist, also die weichen schon irgendwo um fast 30% voneinander ab, durch kleinste Änderungen des Vorgehens. Das heißt, diese Exponentialmodelle sind für die Epidemiologie wird das häufig genommen und wir nehmen das auch noch weiter für eine Weile, weil es gibt da noch ein sehr schönes Modell, das ich dann vorstellen werde demnächst. Das sind aber, die sind nicht so genau wie Wachstumsmodelle. Wachstumsmodelle wie die Fibonacci-Folge, das ist jetzt eine ganz einfache Version davon, aber davon gibt es eben praktisch ein paar elaboratere, also schwierigere, die dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, die sagen, okay, so und so viel Prozent der Bevölkerung verhält sich irgendwie an die Vorgaben, andere verhalten sich nicht an die Vorgaben, dann haben wir einen bestimmten Teil von Superspreadern und so weiter und so fort. Das können wir alles einbauen und das können wir alles mitsimulieren. Das jetzt erstmal als allererstes und jetzt wollen wir noch eine Sache machen und zwar wollen wir den Kram auch hochladen, dass wir das dann irgendwie haben. Dafür sagen wir git add Punkt, wie ich gesagt habe, das hier werden die alle zugepackt und git commit. Und dazu setze ich einen Kommentar und das ist jetzt das Modul. Ne, wie heißt das? Das ist ja ein Require, das ist ja eine Library. Library erstellen. Edge und zwei Modelle. FIP und EXP. So, das haben wir reingepackt. Das sind jetzt, da stehen zwei Files saved und jetzt sage ich git push und dann ist das auch schon hochgeladen. So, aber jetzt könnt ihr das bewundern und das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Das heißt, wir wollen es heute ein bisschen kürzer halten. Wir sind, ach ne, kürzer auch nicht, auch schon wieder mit 30 Minuten. Ja, sorry Leute, müsst ihr durch. Informatik ist vielleicht irgendwie, ist nun mal kein Ponyhof. So, da haben wir sie, das ist gleich hochgeladen, das heißt, da geht es gleich weiter. Und das soll es auch sein für heute. Das reicht. So, bis morgen oder bis zum nächsten Mal, wenn ich Zeit finde. Tschüss.